Hallo ihr Lieben, ich bin gerade schon auf der Straße auf dem Weg zum Stall, weil ich habe heute Morgen noch so einiges zu erledigen und mir fällt ein, ich habe noch gar nichts gegessen. Das werde ich gleich mal ändern, indem ich hier kurz anhalte und mir kurz was zu essen kaufe. Und wenn ich einen gefüllten Magen habe, dann kann ich euch auch ein bisschen mehr darüber erzählen, was sich jetzt demnächst alles so ändern wird hier, weil es gibt Neuigkeiten und ich würde sagen, ihr bleibt dran und bis gleich. I wanna talk to you. I gotta talk to you. Am Stall angekommen habe ich bestes Frühlingswetter. Das ist echt klasse, das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Und ich habe mir die Kleine jetzt eben vom Paddock geholt und werde sie jetzt ausgiebig putzen, weil das Winterfell muss auf alle Fälle runter. Get away. Me and you gotta get away. Zwischenzeitlich hatten wir in Hamburg ja schon so um die 26 Grad letzte Woche und da hatte sie echt noch viel Winterfell, das hat sie mir echt ein bisschen leid. Aber dann wurden die Nächte wieder kühler und es ist ganz gut, dass sie jetzt noch ein bisschen Fell hat. Aber auf alle Fälle schmeißt sie echt viel ab und da gibt es zurzeit sehr viel zu putzen. Ich wollte euch ja auch über mein Barhufprojekt so ein bisschen auf den Laufenden halten, weil ich habe vor etwas über 3 Wochen die Hufeisen abnehmen lassen und wir befinden uns gerade in der Barhufumstellung, weil in Zukunft, wenn das möglich ist, möchte ich gerne ohne Hufbeschlag auskommen. Und vor 3 Wochen war meine Barhufbearbeiterin da und hat ihr die Hufe so ein bisschen gemacht. Und jetzt soll ich einfach mal so sehen, wie sie läuft. Also die ersten Tage waren, glaube ich, für sie schon schwierig. Und ich habe es echt sehr, sehr langsam angehen lassen, habe sie auch erstmal stehen lassen und habe gar nicht so viel mit ihr gemacht. Die 2. Woche, da habe ich schon gesehen, da wurde sie schon viel sicherer, ist überall ganz sicher rübergegangen und wurde auch wieder so ein bisschen agiler. Und dann habe ich auch wieder ein bisschen mit Bodenarbeit angefangen. Und in der 3. Woche, ehrlich gesagt, merke ich überhaupt keinen Unterschied zu vorher. Und ich habe sie dann auch schon so ein bisschen bewegt und ich bin sie auch dann im Schritt wieder ein bisschen auf den Platz geritten, was super gut lief. Ja, und jetzt merkt man ja eigentlich überhaupt nichts mehr an. Und die Pferde nehmen das ja auch so unterschiedlich auf. Einige haben große Probleme mit der Barhufumstellung und die brauchen ganz lange. Und einige Pferde, die stellen sich relativ schnell um. Aber ich bin da ganz entspannt, ich habe total Zeit. Wenn sie da jetzt noch länger bräuchte, dann würde es mir auch nichts ausmachen, sie länger stehen zu lassen. Ich genieße nämlich auch kleine Spaziergänge und das einfach beim Pferd sein. Und das Reiten steht jetzt bei mir nicht so, so stark im Vordergrund. Weil es soll ihr ja in erster Linie gut gehen und ich hoffe, dass es weiterhin so gut läuft. Und ich bin auch schon gespannt, weil nächste Woche probieren wir ein paar Hufschuhe, damit ich sie auch wieder ganz normal ins Gelände reiten kann, weil damit war ich bisher sehr, sehr vorsichtig. Immer nur auf dem Grasstreifen und ich bin auch mehr spazieren gegangen, als dass ich geritten bin. Und wir werden nächste Woche einfach mal sehen, welcher Hufschuh am besten zu ihr passt, damit wir auch ganz, ganz bald wieder im Gelände völlig bedenkenlos unterwegs sein können. Und dann wird es diese Woche noch relativ kurzfristig eine große Veränderung für uns geben, weil wir werden den Hof wechseln. Ja, und die Entscheidung ist erst in den letzten Tagen gefallen und ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Warum wir den Stall wechseln, das erzähle ich euch gleich. Also dranbleiben. Thank you.
werde ich jetzt nutzen, um so ein bisschen hier sauber zu machen, weil mein Putzkasten sieht ganz, ganz schlimm aus. Ich habe den eben jetzt einfach nur mal ausgespült und so ein bisschen die Bürsten auch mal durchgespült. Bei Gelegenheit muss ich auch nochmal die Bürsten richtig gut sauber machen. Aber jetzt erstmal ganz oberflächlich und so muss das erstmal reichen. Und viele von euch fragen sich garantiert, was der Grund ist, warum wir den Stall wieder wechseln, weil ich habe vor 10 Monaten bereits schon mal den Stall gewechselt. Und der Grund ist eigentlich ganz einfach. Ich habe einen Stall gefunden, der noch mehr unseren Bedürfnissen entspricht, weil es ist ganz oft so, dass erst wenn man an einem Stall steht, so genau eben auch weiß, was man für Bedürfnisse hat. Und in allererster Linie geht es mir darum, dass es meinem Pferd gut geht. Und wenn das geregelt praktisch ist und das gegeben ist, dann komme eigentlich erst ich. Und so einen richtigen Stall zu finden, ist überhaupt nicht so einfach. Jeder, der ein Pferd hat, der weiß, wie schwierig das sein kann. Ja, ist alles recht kurzfristig, aber manchmal muss man die Dinge eben so nehmen, wie sie kommen. Auf jeden Fall wird morgen umgezogen. Relativ aufregend finde ich immer. So ein Stallwechsel ist irgendwie immer mit Unruhe verbunden, ist ja klar. Aber ich glaube, es wird bestimmt ganz nett werden. Ich werde morgen ganz relaxed da rangehen und sie verladen und einfach rüberfahren und dann mal schauen, was passiert, wie es ihr gefällt und ob sie sehr aufgeregt sein wird. Ich denke mal schon. Neue Umgebungen sind für Pferde ja immer manchmal schwierig und schauen wir mal. Aber ich habe ja Zeit und gucken wir mal, was draus wird. Ja, auf jeden Fall steht wieder ein Umzug an. Das war jetzt meine kurze Info an euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und ich werde euch auf jeden Fall auf Instagram auf dem Laufenden halten. Also wer Lust hat, mir etwas zu folgen, der schaut in die Infobox. Dort habe ich euch alle Social Media Kanäle verlinkt. Und jetzt wünsche ich euch noch eine ganz tolle Zeit und wir sehen uns im nächsten Video.